Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Let's Print. In der letzten Folge hat euch Niklas von seiner Idee erzählt, dass er in seiner Küche einen Totoro an der Wand haben möchte. Und wie ich ihm da helfe, das zeige ich euch jetzt. Als allererstes haben wir natürlich unsere SVG-Datei in Fusion 360 hochgeladen. Hier sehen wir jetzt die SVG-Datei in Fusion 360. Aus dieser SVG-Datei müssen wir uns jetzt eine Skizze machen, um diese zu extrudieren. Dafür wählen wir in Fusion das Werkzeug zum Extrudieren aus und wählen uns dann die entsprechenden Stellen, die wir extrudieren möchten. Wenn wir das haben, dann müssen wir jetzt noch eine hintere Deckwand sozusagen an den Totoro anfügen, damit wir später das Ganze mit Moos bepflanzen können. Dafür drehe ich mir den Totoro auf die Rückseite und wähle eine neue Skizze erstellen aus. Der Kollege steht jetzt zwar auf dem Kopf, das macht aber nichts. Wir können uns den ganz einfach hier umdrehen. Haben wir wieder eine richtige Orientierung. Jetzt wählen wir den Punkt Extrudieren wieder aus und markieren uns die Flächen, die wir nun extrudieren möchten. Jetzt bestimmen wir noch die Dicke der Rückwand. Die wird hier bei uns ungefähr bei 2,5 bis 3 mm liegen. Das reicht für unseren Fall völlig aus. Drucken wollen wir das Ganze auf einem Anycubic Chiron. Und da wir beim Chiron auf eine Druckgröße von 40 x 40 cm begrenzt sind, müssen wir das Modell noch zurechtschneiden und skalieren. Und das zeige ich euch jetzt. Ich nutze dafür ganz gerne den Idea Maker von Raised ID, weil das Schneiden und Skalieren darin relativ einfach zu machen ist. Zum Importieren der STL geht man hier oben einfach auf den Button Add, wählt sich die Datei aus und schon habe ich das Modell im Idea Maker. Um das Ganze zu skalieren, gehe ich hier oben auf den Button Scale. Dann definiere ich einfach, wie groß ich das Modell haben möchte. In unserem Fall, wir haben das vorher schon ausprobiert, sind es 1500%. Um es jetzt zurechtzuschneiden, haben wir neben dem Scale-Button den Button Free Cut. Dieser ermöglicht es uns, einfach das Modell auszuwählen und eine Ebene zu definieren, wo wir das Modell schneiden wollen. Über die Pfeile und über diese Kreise kann ich diese Ebene nun frei bewegen. Gedreht habe ich das Ganze um 90 Grad und jetzt verschiebe ich mir das Ganze mit dem roten Pfeil da, wo ich es hin haben möchte. So schneide ich mir jetzt die einzelnen Teile zu, damit ich sie später drucken kann. Wir haben jetzt schon testweise einen Teil gedruckt. Das ist dieses hier. Das ist jetzt das obere rechte Ohr von Totoro. Und gedruckt habe ich das Ganze mit einer 0,8 mm Düse und 0,3 mm Layerhöhe. Warum habe ich das Ganze mit einer so großen Düse und einer so hohen Layerhöhe gedruckt? Naja, ganz einfach. Das Modell wird halt sehr, sehr groß und wir wollen halt Zeit sparen. So, ich mache mich jetzt mal daran, die ganzen Teile zurechtzuschneiden und zu drucken. Und in der nächsten Folge seht ihr dann den gesamten Totoro. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Happy Printing!